Liebe Freundinnen und Freunde der Taz, nach 24 Jahren Projektleitung Taz-Genossenschaft wende ich mich in diesem Jahr neuen Aufgaben zu. Heute möchte ich Ihnen meine Kolleginnen Rebecca Finke und Stefanie Baumeister vorstellen, die meine Nachfolge antreten. Ich bin Rebecca Finke. Ich habe vor 10 Jahren mit einem Praktikum in der Taz-Genossenschaft und Taz-Panther-Stiftung angefangen. Mein Name ist Stefanie Baumeister. Ich arbeite seit 2012 in der Taz. Wir wollen die Taz in eine digitale Zukunft führen und das betrifft ja alle Abteilungen, wie auch die Taz-Genossenschaft und Taz-Panther-Stiftung. Die Gründergeneration hat uns ein großes Vermächtnis hinterlassen. Das ist unter anderem dieses Haus, in das wir 2018 eingezogen sind. Jetzt liegt es an uns, an der neuen Generation, die Taz in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Sie sehen, meine Kolleginnen sind qualifiziert, sie sind engagiert und sie glauben an die Zukunft der Taz. Als ich 1996 die Taz-Genossenschaft übernommen habe, zählte die Genossenschaft 3.500 Mitglieder. Heute sind wir fast 5-mal so viel. Sie haben auf unsere Aufrufe reagiert, sie haben uns finanziell unterstützt und sie haben uns vor allen Dingen Zuversicht und Vertrauen gegeben. Das ist der Zeitpunkt, Danke zu sagen. An all diejenigen, die die Taz, die Genossenschaft, unser Team und mich in über 2 Jahrzehnten getragen haben. Es ist für mich aber noch kein persönlicher Abschied, sondern eine Phase des Übergangs. In den nächsten Monaten werde ich weiterhin als Vorstand der Stiftung arbeiten. Unter anderem werde ich mit meinen beiden Kolleginnen das 20.000. Genossenschaftsmitglied suchen. Wir sind ein starkes Team und gehen zuversichtlich in diese neue Phase und hoffen, dass auch Sie an unserer Seite sind. Jetzt geht's los. Das Jahr wird spannend. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Unterstützen Sie uns. Und was ich den beiden natürlich noch mit auf den Weg geben würde? Mädels, macht keinen Scheiß.